Hi ihr Lieben, ich bin's Priska Baumann von priskabaumann.com und ich möchte euch heute gerne zeigen, wie meine morgendliche Routine aussieht. Denn ich habe die schon ein paar Mal angesprochen, dieses Priska-Yoga, das ich mache, das überhaupt kein Yoga ist. Und ich habe einfach gemerkt, total viele, vor allem Frauen, stressen sich total, weil sie denken, sie können das ja gar nicht machen und sie haben keine Zeit für sich, auf den Tag einzustimmen oder um sich ein bisschen zu bewegen morgens. Und ich habe das auch immer geglaubt, bis die wunderbare Christina Segedi, eine gute, gute Freundin von mir gezeigt hat, dass es auch mit einem ganz wenig Aufwand eigentlich geht, sich gut auf einen Tag einzustimmen. Und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen, was ich so mache. Und ich wünsche dir viel Vergnügen dabei, mir beim Sport zuzusehen, weil ich bin der unsportlichste Mensch, der es auf der Welt gibt. Ich schwöre bei Gott. Okay, also, ich mache jetzt da mal Musik an und dann zeige ich dir, was ich so mache. Du musst dann diese Matte sehen.
Sache ist, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, was du machst. Und jeder, der eigentlich jetzt wahrscheinlich der Yoga-Spezialist ist oder irgendwelcher Instructor ist oder sowas, der dreht sich nicht im Grab um, weil er lebt ja noch, aber der fragt sich bestimmt, was ich hier mache. Aber ich mache einfach genau das, was sich für mich richtig anfühlt. Und ich kann kein Yoga und ich kann keinen Tanz, ich mache einfach. Und mir ist ganz ehrlich, ganz egal, wie es aussieht und ob es nach Lehrbuch ist oder nicht. Ich weiß einfach, mein Rücken, mein Körper tut das so gut und deswegen mache ich das so. Und deswegen lade ich dich dazu ein, genau das zu tun, was für dich stimmt. Und ich mache, meistens mache ich dieses ganze Repertoire einmal am Morgen, das geht vielleicht 10 Minuten, total kurz. Und du hast das Gefühl, du hast etwas gemacht und manchmal eben tanze ich dann noch dazu oder was auch immer dazu kommt. Mach einfach dein Ding, auch wenn es nur 3 Minuten sind, scheißegal. Es ist deine Zeit, die du für dich verbringst, die du mir, wo du dich erdest, wo du dich mit deinem Körper verbindest und es wird dir gut tun, versprochen. Okay, ich danke von Herzen für dein Dasein und wenn du deine Morgenroutine oder vielleicht deinen Sport in welchem Sinne auch immer mit uns teilen magst, dann freue ich mich sehr, wenn du das tust unten in den Kommentaren und ja, ich freue mich, dass du da bist. Alles Liebe, alles Gute, bis bald. Ciao! Rest in peace. Dream your sweet dreams. Till your soul is released.